Was geht ab, Mann, und Sie weiter außer dir? Und im heutigen Teambuild-Guide zu unserem Boy Freezer und natürlich dann im Showcase zu dem Team, was wir erstellt haben. Bevor wir dann aber anfangen, eine Information, nämlich das Extreme Z-Battle von Piccolo ist online. Wir werden das heute Abend im Stream ab 20 Uhr machen. Vorab schon mal die Information, wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall ein. Der Link ist in der Beschreibung. Vorab die Informationen. Die Kategorie, die sehr effektiv gegen Piccolo ist, sind die Namekians und nicht Planet Namek Saga. Das war ein Fehler. Heißt, die Namekianer, die Namekian-Kategorie, macht vermehrt Schaden gegen Piccolo. Ansonsten von Level 1 bis 30 bekommt ihr alles, was ihr braucht, um ihn voll ins Extreme Z zu awaken. Und bekommt pro Level von 1 bis 30 je einen Jankstone. Heißt, 30 Jankstones könnt ihr euch an der Stelle hier abstauben und natürlich auch andere gewisse Rewards, wie zum Beispiel Grand Kais, jeden Typus, Orbs und so und so fort. Und natürlich kämpft ihr gegen Piccolo, der Free-to-Play, der ist zum AGL-Type, heißt, mit Tech-Charakteren habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil, aber auch ansonsten mit vielen Kategorie-Teams werdet ihr durchkommen. Das Extreme-Z-Battle ist nicht so schwer. Heute ab 20 Uhr sind wir da live. Kommen wir mal zum Teammit-Aspekt von Freezer. Wir haben unseren neuen Boy Freezer. Wir schauen uns quasi heute das Teammit-Aspekt an. Ich werde erstmal ein Team bauen um Freezer herum selbst. Dann werde ich dazu sagen, dass das Geile bei den zwei Jungs ist, sowohl bei Goku und auch Freezer. Goku Science kommt dann heute noch online, später im Tag. Und zwar kann man sie als Sub-Leader nutzen, als Ersatz-Leader oder als gute, oder in ihren Kategorie-Teams, um es einfach zu sagen. Sei es bei Freezer jetzt ein Movie-Boss ist oder Resurrect Warrior, dass wir uns das Ganze gleich ansehen. Auswahl aber ganz wichtig, natürlich, welche euch erstmal darauf. Diese Teambuild-Guides sind immer darauf fokussiert, dass ich euch quasi das Grundprinzip oder euch beibringe, wie man Teams baut. Allzu schwer ist das nicht, aber worauf ich hinaus will, ist, ihr müsst quasi auf eure Charakterliste selbst schauen, denn nicht jeder hat dieselben Charaktere, welche Charaktere ihr nutzen könnt. Wichtig ist hier dabei, dass ihr quasi mitnimmt, wie man ein Team baut, damit ihr anhand eurer Charakterliste das Team auch bauen könnt, um den Leader-Skill von dem Charakter herum. Und bei Freezer ist es folgender Leader-Skill, und zwar gibt der Extreme-Class-Verbündeten Keep plus 3 HP Attack und Def 120%. Extreme-Class-Charaktere sind alle Villains, alle Bösewichte quasi, die gehören zu seinem Leader-Skill. Die haben nämlich den Tag hier, wenn ihr das seht, Moment, bei unserem Boy Freezer, hier steht da dran Extreme-Tag, und wenn da Extreme dran steht, dann gehören sie quasi, dann wisst ihr, sie gehören zu den Extreme-Charakteren, aber auch anhand dessen. Wisst ihr ja, okay, das ist ein Bösewicht gewesen und der gehört zu den Extreme-Class-Units. Alright. Diesen gibt, wie gesagt, Key plus 3 auf jeden Fall gut 120%, also wie bauen wir das Prinzip, um es mal einfach zu sagen, ihr findet am besten erstmal eure Charakterliste nach den Extreme Class Charakteren, nach euren Extreme Class Charakteren, denn nur diese sind gefragt für sein Leader Skill, und dann nehmt ihr, um es einfach zu sagen, all eure besten Charaktere in das Team. Machen wir das mal, das sind in dem Fall so alle LRs rein damit, ohne Einschränkung, nichts. GG. Wir wissen jetzt, Schenkflose ist auch ein Extreme-Class-Leader, aber der hat eine Einschränkung. Bei dem muss jeder Typus mindestens einmal vertreten sein, bei Freezer nicht. Ihr könnt da alles reinklatschen. Egal. Okay. Ich bin ehrlich, das Team, so wie es hier seht, würde funktionieren. Würde funktionieren, aber es geht besser. Nämlich, das war jetzt erstmal so die Basics. Das ist einfach nur so, damit ihr quasi zur Stufe 1 wisst. Am besten achtet ihr immer auf den Leader-Skill eures Charakters und baut euer Team anhand des Leader-Skills, um den Leader-Skill herum. Weil jeder Charakter soll den Leader-Skill bekommen vom Leader, logischerweise. Und wenn wir das quasi einfach machen in Stufe 1, alle besten Charaktere in Leader, vom Leader-Skill von Freezer Extreme Class reinklatschen, dann wird das so aussehen. Aber wenn wir Stufe 2 betrachten, nämlich die Synergie, dann geht es besser. Dann geht es wirklich besser, wenn wir darauf achten, dass wir zwei Rotationen haben. Eine Rotation mit zwei Charakteren, eine Rotation mit dem anderen Duo und dann zwei Rotationscharaktere zum Beispiel. Also machen wir das mal. Okay, heißt, wir tun mal die Charaktere hier raus. Alright. Erste Rotation hatten wir auf jeden Fall mal Freezer in einer Rotation. Könnten wir zum Beispiel halt mit LR Goku Black. Sie teilen sich so die Link-Skills, haben 4 Infinity an der Stelle, Big Bad Boss und 4 Battle. An der Stelle, wo ich gerade von Link-Skills rede, mal kurz vielleicht zum Freezer selbst. Wir haben uns den Leader-Skill angesehen, den Charakter selbst haben wir detailreich angeschaut über die letzten Tage. Auf Blatt Papier, als es aus den Leaks rauskam, war es ein bisschen nicht zufriedenstellend mit seiner Passive, denn im Endeffekt, wir wissen ja, jede Runde, wenn er reinkommt, transformiert er sich. Im Endeffekt, nach 9 Runden wird er zu Golden Form, zu seiner finalen Form. Da macht er dann immense Damage mit einer großen Chance, den Gegner zu stunnen, und bekommt im Endeffekt 120% auf den Angriff durch die Passive, hielt sich um 15% at Start of Turn und einmalig bekommt er Key plus 12 und eine 100%ige Crit-Chance. Das war ein bisschen nicht zufriedenstellend auf Blatt Papier, weil es nur 120% sind, für die man 9 Runden warten muss, aber in der Praxis, als das Ganze testen konnte, Freunde, kann ich auf jeden Fall sagen, habt ihr auf jeden Fall auf Blatt Papier ein bisschen unterschätzt, in der Praxis sieht das Ganze ein bisschen anders aus, zumal bei Freezer selbst speziell, Freezer, seine Link-Skills sind konsistent. Über jede seine Form hat er wirklich sehr, sehr gute Link-Skills, die in jedem seiner Teams vertreten sind. Und es sind gute Link-Skills, die für sein Damage sorgen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr wichtigen Link-Skill, Thirst for Conquest. Darüber werde ich wahrscheinlich sehr oft heute reden, weil dieser Link-Skill ist in vielen seiner Teams, in denen er vertreten ist,
vorhanden, vertreten an der Stelle und aktiviert sich auch oft. Genauso wie Strongest Clan in Space, Universe Most Melovins, Big Bad Boss, Fear and Fate und Fierce Battle. Über die Runden quasi, bis er zur letzten Transformation kommt, verliert er ein Styling Skills. Was hinzukommt, sind dann Prodigies und Shocking Speed. Aber selbst das ist nicht schlecht, denn das ist sogar dann noch besser, denn Prodigies hat zum Beispiel Angel, Gold, Freezer und Resurrect Warrior und Shocking Speed nehmen dann auch nicht viele Charaktere mit, aber das ist hier an der Stelle nicht allzu tragisch, weil in den Teams in der ist, wird er durch Supporter regelrecht bombardiert und muss ehrlich sagen, Freezer hat da einen Ticken kleinen Vorteil gegenüber Goku, finde ich, wegen seinen Linkskills, weil sie einfach konsistent sind und in vielen seiner Teams vertreten sind, häufig vertreten sind, aber das werden wir dann gleich im Anschluss sehen. Und beide Jungs, sowohl Goku als auch Freezer, haben sehr hohe Stats von vorne heraus. Nicht, weil ich einen Dupe habe, sondern von vorne heraus haben sie sehr, sehr hohe Stats für SSR bzw. TUR-Charaktere und kommen da wirklich in der Praxis, konnte ich das sehen, auf guten Schaden und in der Praxis, also auf mindestens immer so eine Minute auf den Radar, auch auf Stufe 1. Und die Transformation um den Dreh herum haben wir uns immer so bewegt. Bei mir war das so, im Durchschnitt bewegt man sich um die dritte Form bei Freezer, bei Goku Super Saiyan 3. Aber wenn man darüber hinauskommt, natürlich, je nachdem, welches Event man macht, wird es natürlich umso besser. Und natürlich tun die durch jede Ulti ihren Angriff und die Verteidigung erhöhen bis zu Go- und Freezer-Form. Heißt, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie mit den Jungs immer ultet, wenn sie in der Runde sind. Alright, heißt, in der ersten Rotation haben wir Freezer mit Goku Black, sie linken sich solide. Dann gucken wir uns mal die zweite Rotation an. Ich bin ehrlich, manch einer würde jetzt wahrscheinlich direkt nehmen LR Broly mit LR Majin Vegeta in die Zeitrotation. Das Schwierige an den zwei Jungs ist, sie sind zwar Extreme-Units, Extreme-Charaktere, aber wegen dem Grund, dass sie Saiyajins sind, haben sie nicht so viele Linkskills oder ähnliche Linkskills wie alle anderen Extreme-Units. Sie haben zum Beispiel, was vor allem Ki anbelangt, ja, Broly Prepare for Battle, das Goku Black hat das zum Glück, aber viele andere nicht oder Over the Flash genauso. Und wenn man die beiden jetzt in einer Rotation halten würde oder wollen würde, wäre es schwer an Key zu kommen. Man könnte natürlich dann zwei Rotationscharaktere reinnehmen, die da Supporter sind, aber es würde dann quasi immer eine Rotation auftreten, wo der Friend Freezer mit reinkommt und dann hätte man dann nicht so viel Key. Heißt, hier merkt ihr schon, ihr müsst quasi auf eure eigene Charakterliste schauen. Wenn ihr zum Beispiel LR Bojack habt, rein mit ihm. LR Bojack könnt ihr jetzt in die zweite Rotation setzen mit irgendeinem anderen sehr guten, Villain-Charakter zum Beispiel. Was ich jetzt machen werde, ist, Freunde, ich werde mal auf Majin Vegeta verzichten, weil Over the Flash haben wirklich nicht viele Villains. Freezer, Full Power Freezer ist der einzige, der mir einfällt, gerade spontan, und Boo Tanks. Aber auf die verzichten wir es mal. Wenn wir mal darauf eingehen, quasi, dass wir jetzt zwei Rotationen bilden wollen, dann machen wir das folgendermaßen mal so. Und zwar nehmen wir Freezer in eine Rotation mit physisch cooler zum Beispiel, weil die teilen sich 6 Linkskills, ist der beste Linking-Partner für Freezer ab der ersten Stufe und zweiten Stufe. Und dritte Stufe dann auch auf jeden Fall. Und dann darüber hinaus aber auch solide. Also cooler für Skull ist sehr ein guter Linking-Partner für Freezer. Dann nehmen wir noch quasi in die Zeitrotation können wir nehmen Goku Black und Broly, weil zum Beispiel Prepare for Battle haben. Das geben sie auf jeden Fall mit. Fierce Battle und Legendary Power kann man auf jeden Fall bauen. Aber da schaut ihr bitte auf eure eigene Charakterliste. Wenn ihr quasi ein besseres Duo findet bei euch selbst, dann nehmt das bessere Duo in die Zeitrotation. Ich könnte natürlich auch zum Beispiel jetzt nehmen Majin Vegeta, hätte ich kein Goku Black oder Broly mit einem anderen. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass der andere Over eine Flash hat. Wäre zum Beispiel Full Power Freezer. Das wäre auf jeden Fall auch keine schlechte Wahl, denn wir haben ja viele Freezer-Charaktere. Freezer-Clan-Charaktere und die linken sich da auf jeden Fall auch solide. Dann als Rotationscharakter könnt ihr zum Beispiel nehmen Rosé. Ja, das ist krank, dass man Rosé als Rotationscharakter nimmt, aber das könnt ihr tatsächlich in so einem Setup machen mit Freezer als Leader, denn Rosé gibt hier Key plus 3 Death Boost für die Charaktere, die reinkommt. Individuell ist er auch stark, den als Rotationscharakter zu betrachten, kann man auf jeden Fall machen, rein und raus in die Rotation. Oder dann natürlich könnt ihr ohne Wenn und Aber, Freunde, das müsst ihr quasi, wie gesagt, selbst für euch ausmachen. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel in der Zeitrotation Goku Black mit Rosé halten, ja. Je nachdem, Freunde, wie ihr das machen wollt. Wichtig ist halt quasi dann, dass ihr Hauptsache zwei Rotationen bildet, ja. Jetzt halten wir uns mal darüber fest, dass wir jetzt einfach Majin Vegeta haben mit, Freezer in der Rotation, beziehungsweise lass uns mal Broly nehmen, Broly mit Goku Black und als Rotationscharakter nehmen wir dann Rosé, wenn er in die Rotation reinkommt mit Broly und Goku Black, dann gibt der Broly sowohl Super Saiyan und Rosé als auch die besten Links, die er halt braucht quasi, beziehungsweise die Passive, die dann wichtig an der Stelle ist. Als letzten Charakter nehmen wir noch einen Rotationscharakter rein, ich entscheide mich für Int Metal Cooler, warum? Int Metal Cooler hat Thirst for Conquest in 15% für unser Boy Freezy Pop, dann könnten wir zum Beispiel einen Extreme Villain von Freezer um Freezer herum so aussehen, Freunde. Wie gesagt, ganz wichtig, ihr schaut eure Charakterliste an, eure besten Extreme-Class-Units, bildet zwei Rotationen. In dem Fall habe ich jetzt Freezer genommen mit Cooler, die zweite habe ich Broly mit Goku Black und nimmt dann
zwei Rotationscharaktere oder ihr könnt auch einen Rotationscharakter nehmen, der individuell stark ist. Davon bin ich echt ein Fan geworden. Der individuell stark ist, aber auch gut, also gut Selbstdamage macht, aber auch gut durch seine Links das Team versorgt. In dem Fall wäre das Rosé mit seiner Passive, er ist individuell stark und. Und dann nehme ich aber auf jeden Fall einen Supporter mit. Das wäre in dem Fall Int Metal Cooler. Der gibt quasi den Verbündeten Key plus 3 und 30, nee, Key plus 2 und 30%, so rum war es, 30% für jeden und Key plus 2 für Extreme Class Units. Aber das Wichtige bei dem ist, er hat Thirst for Conquest. Heißt, wenn er quasi in Rotation mit Freezer kommt, bekommt er dann noch, ja, besseren Boost, will ich nicht sagen, weil wir hatten ihn mit Cooler und Cooler hat ja auch Thirst for Conquest. Deswegen ist es auf jeden Fall gedeckt. Aber Freunde, ganz wichtig, ihr schaut dann quasi in eure Liste rein, wie, welche Rotation ihr bildet. Dann baut ihr euer Team nach dem Schema. Darum geht es mir auf jeden Fall. Okay, vielleicht eine kleine Anmerkung. Und zwar dreht sich ja das Ganze um Freezer als Leader. Aber ihr könnt natürlich auch Rosé als Leader eures Willensteams nehmen. Der hat ja jedoch die Beschränkung, dass mindestens ein Typus vertreten sein muss. Wollt ihr aber jedoch auf jeden Fall mit Broly und LMR Gen Vegeta spielen in euer Team, dann würde ich auf jeden Fall Rosé empfehlen. Denn da gibt ja quasi durch seine Linkskills, hat er Prepare for Battle, Supersend etc. für die Jungs was gut ist. Aber vor allem wegen seiner Passive gibt er schon vorneweg Key plus 3. Heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Rosé mit Majin Vegeta in der Rotation halten und den anderen Rosé euren Friend mit Broly. Also falls ihr die Wahl treffen wollt, wenn ihr auf jeden Fall Broly und LM Majin Vegeta spielen wollt in einem Team, dann nimmt besser Rosé als Leader. Aber da es sich ja wie gesagt um Freezer dreht, habe ich das nur auf Freezer quasi betrachtet. Weiter im Kontext. So könnt ihr zum Beispiel ein Team aussehen, Willensteam und Freezer rum. Was meine ich aber mit den Subleader, Ersatzleader? Nun, Freezer, wissen wir, er ist in der Kategorie Resurrect Warriors und Movie Bosses. Wenn ihr Angel Gold Freezer als Resurrect Warriors Leader nicht habt oder den Movie Bosses Leader Thales, so wie ich habe Thales nicht als Movie Boss Leader, dann nehmt ihr einfach Freezer als eure Movie Boss Leader. Wie geht das? Weil ihr filtert erstmal euer Charakter nach den Movie Bosses, weil Freezer gibt dann jeden Extreme Class Verbündeten seine Leader Skill und Movie Bosses sind vorübergehend Extreme Class Verbündete, beziehungsweise wählt ihr dann euren Filter auf Movie Bosses und Extreme Class. Super Class wäre Beerus, aber Beerus nehmen wir nicht rein, weil er ist ein Super Class und bekommt den Leader Skill von Freezer nicht. Deswegen nehmen wir Movie Bosses, Extreme Class. Als Freund nehmen wir auf jeden Fall Thales, aber als unseren eigenen Leader, weil wir Thales nicht haben, nehmen wir als Ersatz Leader Freezer, weil ja jeder im Team trotzdem den den Leader Skill bekommt und auch Freezer selbst in der Kategorie ist. Das mache ich mit Ersatz Leader. Selbes gilt für Resurrected Warrior. Und dann könnt ihr quasi euer Movie Boss Team bauen. Hier an der Stelle mal spontan einfach mal durchgeklickt und das Team würde auf jeden Fall auch funktionieren, wenn ihr dann Thales als Friend nimmt. Genau. Wie gesagt, als Ersatzleader kann man auch setzen, sei es jetzt für Thales, wenn ihr Thales als Friend nimmt und Freezer als Eigenleader oder Angel Go und Freezer für Resurrect Warrior und Freezer als Eigenleader, dann müsst ihr quasi euren Filter setzen auf Resurrect Warrior und Extreme Class, damit ihr alles richtig macht bei den Ersatzleaderwahlen, beziehungsweise wenn ihr Freezer als Ersatzleader nehmt. Okay, jetzt gucken wir mal an, wie könnte denn Freezer in einem Movie Boss Team aussehen? Nicht wundern, ich habe mir den Thales nicht, ich habe jetzt einfach mal als Ersatz diesen Thales genommen, also wir gehen jetzt davon aus, dass es der Thales ist, der Movie Boss Leader, heißt, dass jeder Key plus 3 bekommt, 150% Movie Boss Charaktere und dementsprechend nehmen wir dann, bauen wir mal ein Team mit Freezer in dem Movie Boss. Okay, heißt, wir haben hier quasi Thales an der schon. Das Brutale, Freunde. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, Freezer ist am besten aufgehoben in den Movie Boss Charaktere, weil sehr viele Charaktere teilen die Links jetzt mit Freezer und vor allem sehr viele Charaktere haben Thirst for Conquest und das Ausmaß ist, dass Thales der Leader ist, weil Thales gibt Key plus 3 und 40% Angriff für jeden, Freunde. Und den kannst du als Rotationscharakter verwerten und wenn er mit Freezer in die Rotation kommt, der boostet das Team zur Hölle. Also das Movie-Boss-Team ist Freezer am besten aufgehoben, weil da sehr viele Charaktere sind, die sehr viele und gute Links-Hits mit ihm teilen, vor allem Thirst for Conquest, was weitere 15% geben. Heißt, wie könnten wir das Team hier bauen? Wir haben Thales als unseren Leader. Dann könnten wir zum Beispiel noch mit reinnehmen Broly. Man kann Thales mit Broly in eine Rotation halten. Das sind zwei Saiyajins. Thales hat Prepare for Battle. Hier hat Broly einen guten Charakter. Und durch die Passive von Thales bekommt noch Key plus 3. Das würde ich auf jeden Fall so lassen. Dann auf jeden Fall Freezer mit Cooler. Beide gehören zum Movie Boss. Teilen sich 6 ganze Linkskins. Da kommen wirklich sehr spicy Linkskins zustande. Und zu guter Letzt könnt ihr dann quasi entweder nehmt ihr noch einen individuell starken Charakter mit. Oder sei es ein Tank oder Janemba. Nehmen wir mal einfach mal Golden Freezer, weil er sich dann mit Freezer ein bisschen besser synergiert. Und ein Supporter noch mit reinnehmen, Int Metal Cooler würde ich dann hier an der Stelle noch mit reinnehmen, ganz einfach, weil er sich quasi mit dem Freezer-Clan-Charakter sehr gut linkt, gute Passive hat, Support-Passive und Thirst for Conquest mitbringt. Aber Freunde, so würde zum Beispiel mein Sub-Movie-Boss-Team aussehen, hätte ich Thales. Bei euch könnte das natürlich ganz anders aussehen, denn wenn ihr Elabogic habt, tut auf jeden Fall Elabogic rein für Golden Freezer. Nehmen wir mal an, das ist Elabogic hier, wo ist der Dude? Der hier, nehmen wir mal das Elabogic, tut ihn rein. Elabogic hat auch Thirst for Conquest und da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Habt ihr zum Beispiel ein Movie Boss Team
wo ihr quasi sowohl Broly LR Broly habt und auch die Theorie-Version, als auch Bojack LR und die Theorie-Version. Ich sag das jetzt nur, da hat Freezer keine, da ist Freezer nicht im Team, aber falls ihr das habt, falls ihr euch das fragt, dann nehmt natürlich die beiden in eine Rotation und spielt so euer Movie-Boss-Team. Aber so wie ich es gezeigt habe, könnt ihr quasi zum Beispiel Freezer spielen. In der Konstellation zum Beispiel, so würde es bei mir aussehen, mein Movie-Boss-Team, sofern ich natürlich den Leader hätte. Ah, da fehlt aber einer, und zwar fehlt da, wen habe ich nicht angeklickt? Ja, Freezer natürlich, und so bei Freezer. Alles klar, und wenn wir uns zum Schluss die Resurrected Warriors ansehen, dann fehlt natürlich unsere Charakterliste nach den Resurrected Warriors. By the way, bei Movie-Boss Card könnt ihr auch den Superclass-Button anlassen, weil da gehört ja jeder Charakter, der zur Kategorie gehört, den Leader-Skill. Aber ich will da trotzdem kein Virus spielen, weil der Link ist nicht so gut wie mit den Extreme-Class-Units. Bei Resurrected Warriors lassen wir das Ganze aber an und filtern quasi nur die Kategorie Resurrected Warriors und gucken uns die Charaktere an, die da hingehören. Wir haben natürlich unseren Leader, Asian Golden Freezer. Den lassen wir in einer Rotation, wenn wir jetzt quasi alles um Freezer drehen. Mit Freezer teilen sich sehr gute Linkskins über die Form hinweg, über die letzten beiden Stufen, Final Form und Golden Form bekommt ihr noch Prodigies, dazu sind weitere 10%, das lassen wir auf jeden Fall so. Die zweite Rotation könnte man jetzt zum Beispiel LR Majin und Broly spielen, aber da haben wir dann wieder das Problem mit den Linkskins. Da haben wir wieder das Problem mit den Linkskins, dass die beiden Jungs sich kein Key teilen, da müssen wir quasi mit Supporter aushelfen. Würde schwierig sein, könnte man machen, falls ihr das machen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel nehmen Int Metal Cooler als Supporter und physisch Super Saiyan Bardock, weil der gibt jeden Ki plus 2 und Saiyan Pride, beziehungsweise könnt ihr auch King Piccolo nehmen, der gibt Ki plus 3 in der Konstellation, weil wir brauchen, wir haben ja nur Extreme Class Units bis jetzt, King Piccolo gibt da Ki plus 3, kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber dann müsst ihr quasi hoffen, dass immer King Piccolo oder Metal Cooler in die Rotation von Majin und Broly kommt, aber es kann auch sein, dass der Friend Asian Golden Freezer reinkommt und dann ist die Rotation ein bisschen von den Linkskins ja nicht so solide, da fehlen dann Linkskins und vielleicht kommt dann nicht jeder auf die Ulti. Man könnte es auf jeden Fall so spielen, ihr könntet aber auch auf der Konstellation natürlich Bardock mitnehmen. Warum? Weil Bardock hat noch zusätzlich Prepared for Battle für Broly, hat aber auch Saiyan Pride für Majin Vegeta und er hat auch Fierce Battle für Broly statt King Piccolo zum Beispiel. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, würde ich es eigentlich zum Beispiel euch so vorstellen. Wenn ihr, wie gesagt, eine Terror-Version von Broly habt, dann nehmt den mit rein, dann habt ihr gar keine Probleme. Dann lässt ihr in der zweiten Rotation Broly mit der Theorie-Version und ihr seid auf jeden Fall gedeckt mit den Linkskins. Dasselbe gilt für Bojack oder LR Bojack und Bojack Theorie, beziehungsweise LR Bojack und der. Der Link ist auch sehr gut mit LR Bojack, wenn ihr ihn awaked. Ansonsten, bei mir würde das so aussehen, wenn ich mich dazu entscheiden müsste, würde ich eigentlich mein Team, habe ich jetzt quasi mal die letzten Tage so gespielt, weil Majin Vegeta und Angel Goku haben sich. Geben sich Over the Flash, sind Ki plus 3, die kommen dann beide gut auf ihre Ki, auf ihre Ulti, haben auch Super Saiyan an der Stelle und dann lasse ich hier Bardock als Supporter für die Rotation mit den zwei Saiyans, weil da gibt dann noch Saiyan Pride für Majin Vegeta, Fierce Battle für Goku und durch seine Passive Ki plus 2 etc. Und als anderen Support haben wir dann auf jeden Fall hier Metal Cooler, der dann hier quasi für die Rotation von Angel Gold Freezer und Freezer gut sorgt, vor allem mit Thirst for Kong ist für Freezer noch. Das könnte zum Beispiel so ein Resurrected Warriors Team aussehen, Freunde, noch zum Schluss. Wie gesagt, es kommt natürlich auf eure Charaktere selbst immer an, wie ihr euer Teams baut. Hier natürlich dann quasi, wenn es sich um Freezer drehen sollte, wir reden ja von Freezer, dann lasst ihn auf jeden Fall mit Angel Gold Freezer in der Rotation und schaut in eure Liste rein, welche Charaktere habt ihr dann für die zweite Rotation und welche Support-Charaktere oder Rotationscharaktere. Genau, aber jetzt kommen wir mal zu meinem Team. Wir werden natürlich das Team spielen, um mit Freezer als Leader. Denn darum geht es ja heute. Wir wollen Freezer showcasen. Wie würde mein Team aussehen mit Freezy Pop? Ich filter natürlich mein Extreme Class. Und hier an der Stelle, Freunde, das letzte, mein letzter Tipp in Sachen Teambild. Spielt auch die Teams, auf die ihr Bock habt. Spielt eure Lieblingsteam. Und in dem Fall bin ich echt froh darüber, dass ich diesen Freezer habe. Denn was kann ich mit ihm bauen? Schaut mal her, Freunde, was ich mit ihm bauen kann. Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken. Aber schaut mal her, Freunde. Warte, ich stehe jetzt für ein Team, was ich euch hier baue. Boom, boom. Und das Team, das crazy ist, das Team funktioniert richtig gut, Freunde. Das ist quasi die Freezer-Rasse auf Global. Und das Team funktioniert, die synergieren sich so gut. Und das feiere ich an Freezer, weil alle Teams, die wir uns angesehen haben für Freezer, sei es in seinen eigenen, in Movie Bosses, in Resurrected Warrior, da sind sehr viele Linkskills vertreten, die er overall in seiner ganzen Transformation hat, die konsistent vertreten sind. Das feiere ich so sehr, dass dieses Team so von der Synergie her sprengt und vor allem dieses Team, die Freezer-Raste. Deswegen nehmen wir mal das Team und hoppen direkt in ein Event rein und gucken uns zum Anschluss noch quasi an, wie sich mein Lieblingsteam hier um den Leader-Skill Freezer herumdreht. Let's go.
Alles klar, wir kämpfen natürlich gegen Goku, gegen wen auch sonst. Da kommt die ganze Klasse hinterher und bombt ihn hier zur Seite. Das Event wird auf jeden Fall sehr, sehr schnell verlaufen. Was ich hier gerne machen will, ist, ich will auf jeden Fall einen Freezer in einer Rotation halten mit Cooler, wenn es, sofern es funktioniert. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ansonsten wird das Event wirklich sehr schnell gehen. Und ihr merkt schon, guck mal. Die synergieren sich so krank, die teilen sich so brutale Linkskills. Wir haben jetzt auf Freezer leider nicht Thirst for Conquest aktiviert. Hätte ich Cooler ganz nach links gesetzt, hätte der auf jeden Fall einen besseren Boost. Aber jetzt kommt er schon auf 1,2 Millionen und klatscht hier zur Seite. Natürlich nicht wundern, gegen Goku macht er viel mehr Schaden. Aber Freunde, overall hat er schon in der Erstform 1,2 Millionen, was wir gesehen haben. Und die Rotation wollte ich haben hier an der Stelle. Weil Cooler und Freezer, Freunde, schaut es mal, die teilen sich so gute Linkskills. Wenn wir jetzt Freezer mit denen lassen würden, kommt er auf 127 und allein nur wegen Cooler bekommt er auf 141 schon mal so aus. Ich finde es so geil, dass ich Cooler endlich krank verwerten kann in dem Team. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich Freezer gezogen habe, Freunde. Und es tut mir leid, das Video geht vielleicht ein bisschen lang, aber in den Videos ist mir immer wichtig, erstmal, guck mal, 1,14. In den Videos ist mir immer erstmal wichtig, dass ich quasi den Teambuild-Aspekt zeige euch, wie man die Teams baut, den Grund, das Grundprinzip, wie man Teams baut, worauf man achtet, quasi, wie gesagt, Leader-Skill anschauen und dann erstmal eure besten Charaktere filtern, zwei Rotationen bilden mit Rotationscharaktere und dann seid ihr gut gedeckt auf jeden Fall. Und speziell bei Freezer auf jeden Fall, Freunde, das solltet ihr echt nicht unterschätzen, speziell bei Freezer, Moment, so, machen wir das mal so. Der ist wirklich sehr, sehr gut in Sachen Linkskills in seinen Teams, in denen er vertreten ist. Er bekommt da so gute Sachen. Und vor allem in den Movie-Bosses ist er sehr, sehr gut aufgehoben. Wegen den Extra-Boosts von Thales, wegen Thirst for Conquest und. Ihr merkt jetzt schon, wir haben keinerlei Probleme. Ja, lasst euch, wie gesagt, nicht täuschen von dem Damage-Output, weil wir machen eine mehr Schaden gegen ihn. Aber, guck mal, das werde ich euch jetzt zeigen. Wenn so eine Konstellation, guck mal, diese Konstellation, die ist halt wirklich Nasenbrechen, Freunde. 207.000 hat er jetzt. 207.000, der hat mehr als 100% Cooler. Das ist, weil sie so hohe Stats haben, weil sie mal Angriff und Verteidigung erhöhen, wenn sie ulten, bis zur finalen Form. Und weil Freezer speziell selbst so gute Linkskills hat. 1,45 Millionen auf der zweiten Stufe. Natürlich haben wir den Support Boost dabei von Cooler, aber das meine ich ja. In den Teams in der East bekommt, sind so viele gute Charaktere, die sich mit den synergieren, die durch die Pass in Boost gehen, Linkskills und. Deswegen finde ich Freezer so abartig krank an der Stelle. Und hier haut er ihn, der haut ihn legit zur Seite. Und so viel wäre es eigentlich auch, Freunde, zu dem Team-Aspekt und dem kurzen Showcase zu Freezy. Aber ihr merkt schon, der ist auf jeden Fall eine brutale Eskalation, der haut alles zur Seite. Wir kommen, wie gesagt, so im Durchschnitt auf die dritte Form. Darüber hinaus würden wir ihn eh zur Seite klatschen, wie noch was. Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen aus dem Teambuild-Aspekt. Ich hoffe und denke, ja, wie gesagt, Freezy wirklich durch seine Linkskills overall sehr gut gedeckt. In vielen seiner Teams am besten aufgehoben in den Movie-Bosses, aber Resurrect Warrior und ein eigenes Team macht auf jeden Fall seinen Job genauso gut. An der Stelle würde ich mich von euch verschieden, Freunde, wenn euch das... Verschieden. Verabschieden, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat. Gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.